Hallo, Freunde der Kanaren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Günni und wünsche euch nun gute Unterhaltung. Die Kanarenrute, ein Opfer bei 20 Überlebenden. Wegen der hohen Sterblichkeitsrate wird der Weg von der afrikanischen Küste über den Atlantik nach den Kanarischen Inseln als sehr gefährlich eingeschätzt. Trotzdem wird es immer wieder versucht. Am letzten Wochenende wurde ein Kajuko mit 230 Personen abgefangen. Ein Kajuko ist ein Kanu mit flachem Boden, das durch Aushöhlen eines Baumstammes hergestellt wird. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 2024 wurde 130 Kilometer vor der Küste von Dakar ein solches Boot mit Migranten gesichtet und abgefangen. Dies war auf der gefährlichen Atlantikroute zu den Kanarischen Inseln. Die geretteten Migranten stammen aus Senegal. Das Land steht vor sozioökonomischen Herausforderungen, die die Auswanderung vorantreiben. Sozioökonomie ist eine interdisziplinäre Perspektive, die das wirtschaftliche Handeln in seinem sozialen Zusammenhang erforscht. Zu wenig Möglichkeiten an Beschäftigungen, aber auch eine soziale Ungleichheit veranlassen die Migranten, dieses Risiko einzugehen. Hinzu kommen Faktoren wie Armut, politische Instabilität, bewaffnete Konflikte und die Auswirkungen des Klimawandels. Von denen, welche die Kanaren erreicht haben, machen sich viele auf den Weg nach Deutschland. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.